So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Dienstag, den 24. Januar 2023. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und natürlich eine Einschätzung jetzt der anstehenden Earnings Kickoff Season. Kickoff bekommen wir jetzt zu sehen auf jeden Fall. Heute nachbörslich mit Microsoft bereits, aber schon in der Vorbörse. Ich habe hier Verizon eingefangen, ich hätte aber auch noch Johnson Johnson einfangen können. Also da kommen heute einige Earnings heute schon bereits, die reinlaufen, die Aktien potenziell interessant werden lassen könnten. Morgen dann nachbörslich ganz besonders Tesla jetzt ja mit einem ziemlichen Run in die Earnings hinein. Die Frage, die sich jetzt halt stellt, ist, wie fallen dann die Earnings aus? Tesla wollen wir heute jetzt noch keinen Blick werfen, aber ich kann schon mal vorwegnehmen, das wird ziemlich interessant, weil die Frage, die sich natürlich stellt, ist nach diesem Ausverkauf, den wir über den Monat Dezember gesehen haben, dann diese Delivery Numbers, die unter der Erwartung zwar reinkamen, immer noch im Bereich Rekordhochs sich ja präsentiert haben. Wie sieht es dort im Hinblick eben auf die weiteren Wachstumsaussichten aus? Welche Ausblicke werden dort dann geliefert von Tesla? Ganz besonders, wie wird jetzt sich das auf die brutto Gewinnmarge auswirken? Also der Growth Outlook hier im Hinblick auf Tesla, der wird ganz interessant sein. Wenn der die Erwartungen übertrifft, dann ist nicht auszuschließen, dass wir auf diesen jüngsten Bounce jetzt, und wir müssen uns mal überlegen, wir sind von Anfang des Monats jetzt innerhalb von 3 Wochen 40% gelaufen. Einfach, dass wir das mal uns vor Augen führen, was das für eine Riesenbewegung tatsächlich war. Aber nicht, dass Tesla da ein Endstil wäre. Auch eine Nvidia beispielsweise hat jetzt seit Jahresbeginn, hat ja einen riesen Bounce gesehen von auch über 30%. Ich glaube, nicht ganz so groß wie Tesla. Allerdings war der Ausverkauf natürlich auch hier schon frühzeitiger abgeschlossen. In Anführungsstrichen, die Tiefs, die wurden hier im Oktober markiert. Aber auf jeden Fall ist es so, dass diese Aktien halt aktuell mega heiß sind. Und jetzt natürlich die Earnings Season ganz interessant sein wird in dem Zusammenhang, ob das eventuell dann doch ein bisschen, besonders aus fundamentaler Perspektive, eine massive Überdehnung auf der Unterseite und nicht gerechtfertigte Kursniveaus dann auf fundamentaler Perspektive eben nach sich zieht, die eine schärfere Bounce-Bewegungen auf den Weg bringen. Und wie gesagt, ein Tesla könnte dann durchaus nochmal 30, 40% innerhalb weniger Zeit, in weniger Tagen, Wochen vielleicht, eventuell eher, auf starke Earnings anstehen. Aber bevor wir zu Tesla kommen, wie gesagt, morgen detaillierten Blick drauf werfen. Heute, wie gesagt, Microsoft interessant, eine Verizon interessant, auch Bitcoin definitiv einen Blick wert, ausgehend von dem jüngsten Lauf ja nicht nur zurück über 20.000 Dollar, sondern sogar über 23.000 Dollar gelaufen. Ist der Boden drin in Bitcoin? Keine Ahnung, ob er drin ist. Auf jeden Fall ist es eine klare Change in Character. So muss man es formulieren. Und es sieht nach einem jetzt, nach dem Kryptowinter vielleicht eine Art Frühling aus, vielleicht eine kleine zarte Knospe, so sagen wir mal, vielleicht die da sich bewegt, die Frage, oder beziehungsweise entwickelt. Die Frage, die sich dort jetzt natürlich stellt, ist, wie viel ist auch besonders dem jüngsten US-Dollar-Ausverkauf geschuldet, und vor allem, sollte der US-Dollar mal einen Bounce sehen, aufwerten, wie würde sich das dann im Falle von beispielsweise Bitcoin auf den Bitcoin-Preis auswirken? Würde dann diese jüngste Rallye jetzt, die vielleicht wieder so eine kleine Rally vielleicht auch ist, einige Retailer in den Markt saugt, würde das dann eventuell dazu führen, dass wir wieder einen scharfen Rücksetzer zu sehen bekommen? Oder sind Kryptos in der Lage, den jüngsten Ausverkauf hier zu verteidigen? Und das ist das Bild, was sich dort jetzt eben stellt. Gold habe ich jetzt hier in dieser Auflistung bei den Bullet Points noch nicht mit drin. Gold über 1940 heute gelaufen. Also das heißt, der Pull in Richtung 1900 hat nicht stattgefunden. Mein Trade, der ist mit einem marginalen Profit war es, also wirklich marginaler Profit, ist der rausgegangen zu 1928. Ich hatte gestern dann den Stop nachgezogen. Ich hatte den Trade noch nicht rausgenommen gehabt, hatte noch ein bisschen Hoffnung, dass sich da was entwickelt. Der ein oder andere hat den Goldverlauf ja vielleicht gesehen. Gestern kamen wir kurzzeitig mal, gab es Abgabedruck, und allerdings auf diesen kurzen, ich nenne mal Flash-Moment, kurz nach der US-Markteröffnung, sind wir zurückgekauft worden, und da war mir dann eigentlich klar, also das war's jetzt mit dem Trade, denn jetzt erwartest du eigentlich, dass du hier einen klaren Durchlauf auf der Unterseite Richtung 1,9 siehst, und wenn du das Feedback nicht bekommst, dann geht der Trade in dem Moment eben zu 1,928 raus. Das war ungefähr auch der Break-Even-Punkt meiner Position. Wie gesagt, klein bisschen marginalen Dollar, glaube ich, oder sowas. Pro Feinunze lag ich hier im Profit und habe die Position entsprechend rausgenommen. War nicht die schlechteste Idee, weil zwischenzeitlich wäre ich jetzt mit den höheren Hochs eben gestoppt worden. Auch da werfen wir einen Blick drauf. Wir werfen auch einen Blick auf den DAX. Da die 15.150, die hat weiter ihre Relevanz unter Beweis gestellt. Und jetzt leitet sie potenziell vielleicht dann eine Korrekturbewegung in Richtung der 15.000er Region ein. Auch darauf werden wir natürlich einen Blick werfen. Bevor wir allerdings ganz offiziell starten, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin gehandelt und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend
abgesehen hiervon ist der Handel mit diesem Produkt nicht für jedermann geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches von einem unabhängigen Finanzberater erstellen. Lade sich dann auf markets.com/de kostenlos eine Demo herunter. Teste den Handel risikofrei in einer simulierten Umgebung. Schau, ob das Risikoprofil einerseits von sich selbst mit dann dem Produktportfolio, querstrich auch den Produktcharakteristika, korrespondiert. Sofern man das für sich mit Ja beantwortet, hat man auch die Möglichkeit, hier natürlich ein Live-Konto zu öffnen. Alle Informationen, vollständigen Risikohinweis ganz besonders, findet ihr auf markets.com/de. Darüber hinausgehend nutzt gerne die Möglichkeit, die Elena per E-Mail zu kontaktieren, falls ihr ganz besonders zu Fragen rund um Markets als Broker haben solltet. Habt ihr darüber hinausgehend Fragen zu den Märkten, nutzt einmal jetzt hier gerne im Morning Meeting die Möglichkeit, eure Fragen live zu stellen. Oder aber, wenn euch jetzt die Aufzeichnung anschaut, bei YouTube ganz besonders, nutzt die Möglichkeit in der Kommentarfunktion unterhalb des Videos, diese dann hier zu stellen. Unterhalb des Videos, ich würde die dann entweder schriftlich beantworten oder aber im nächsten Morning Meeting einfach hier in mündlicher Form durcharbeiten. Und darüber hinausgehend könnt ihr auch schon in der Chatbox oder beziehungsweise, also Chatbox unterhalb des Videos für die Aufzeichnung schauen, beziehungsweise auch jetzt im Livestream in der Chatbox. Da findet ihr einen Link zu einer Discord-Community. Schaut auch dort gerne vorbei. Zwecks Austausch, Trading untereinander. Und so, das soweit zur Einführung. Jetzt blicken wir auf die Aktienindizes. Hoppala. Jetzt blicken wir hier auf die Aktienindizes und blicken auf den DAX ganz besonders. Ich will noch einmal ganz kurz hier im Hintergrund schauen, ob alles gut. Ob alles gut übertragen wird. Ich sehe hier bei Twitch diese Animation. Ich konnte damit ursprünglich konnte ich mal nichts anfangen. Ich hatte mal mit dem Andreas telefoniert gehabt, das war am Wochenende. Ich weiß gar nicht, das ist auch schon Monate her, also bestimmt ein halbes Jahr vielleicht. Da hatten wir mal gemeinsam telefoniert gehabt und dann sagte er, dass es eine Animation, eine Flash-Animation gibt, die hergestellt wurde oder ja, also die ist natürlich, und ich dachte mir erst, dass das ein Scherz ist oder so. Und dann habe ich das hier das erste Mal gesehen in der Chatbox, beziehungsweise auch bei Twitch dann. Ja, also das Wort Flash, das scheint sehr amüsiert wahrgenommen zu werden. Aber ich meine damit nicht nur, also ich versuche damit nicht nur ein Schmunzeln hervorzurufen, sondern mit der Ausführung Flash hoffe ich auch, dass so der Gedanke klar wird, was ich damit meine. Also das heißt, eine kurze Dynamik, die in dem Moment auf der Unterseite aufkommt. Also ich unterscheide zum Beispiel auch, wie im Falle von Candles, also Candlesticks, hier Kerzen, unterscheide ich ja auch im Hinblick auf sogenannte Lunten und auf sogenannte Dochte. Dochte oben, Lunten unten. Also Lunte, weil wie bei einer, weiß ich nicht, Dynamitstange, steckst du an, brennt eben von unten nach oben. Ein Docht ist entsprechend logischerweise, wenn du eine Kerze hast und eben oben den Docht ansteckst. Und im Falle von Flushs ist das jetzt eben ein kurzer Momentum-Flush, ja, so unter ein charttechnisch relevantes Level beispielsweise, der auf der Unterseite läuft. Im Falle von jetzt dem gleichen Prinzip auf der Oberseite haben wir dann ein Stuff oder wir haben ein Pop, vielleicht eher ein Stuff vielleicht an dieser Stelle, wenn wir dann also diesen kurzen Spike sehen und der dann sofort abverkauft wird. Das heißt also, ich überlege jetzt ganz kurz, ob wir dafür ein klassisches Beispiel haben. Nein, also aktuell fällt mir keins ein. Aber wenn wir mal einen haben, da werde ich auf jeden Fall euch das mal zeigen, wie genau das ausschaut tatsächlich. Und auch das Prinzip, was dahinter steckt, also die Konstellation, wie sich dann zum Beispiel das Orderbuch, also die Box darstellt. Du hast dann einfach eine ganz interessante Konstellation dahingehend, dass du halt kurzzeitig siehst, dass du nach oben einen kurzen Spike siehst, zu dem einfach Kurse ausgeführt werden. Meistens sind das sogenannte Stop-Orders logischerweise, die ausgeführt werden. Du hast ja in der Box hast du ja Limit-Orders. Du siehst dann diesen kurzen Spike und du siehst allerdings, dass dort große Briefseiten stehen an dieser Stelle, die dann einen sogenannten Walkthrough oder ein Follow-Through nicht auf den Weg bringen. Und wenn große Briefseiten dort stehen, dann sind das ja Marktteilnehmer, die offensichtlich willens sind zu verkaufen auf diesem jeweiligen Niveau, beziehungsweise wie so einer Wand dastehen und den Markt nicht über diese Wand oder beziehungsweise diesen sich herauskristallenden Widerstand eben brechen lassen. Und was du dann siehst, ist, dass du erstmal diesen kurzen Spike auf der Oberseite bekommst, aber dann die Kerze sofort wieder zurücksetzt. Also du hast einen relativ langgezogenen Docht auf der Oberseite und der wird sofort wieder runterverkauft. Und was in dem Moment da passiert ist, du siehst in der Box, siehst du, dass die Geldseiten nicht nachziehen, sondern dass stattdessen dann nach solch einem kurzen Spike, also eine Briefseite getriggert wird oder ein Stop, dass da jemand zu einem hohen Niveau entsprechend kauft oder beziehungsweise ein Umsatz stattfindet, dass dann sofort auf diesen
kurzen Trade auf der Oberseite sofort ein Trade auf der Unterseite gemacht wird und sofort die Geldseite bedient wird. Also das bedeutet, du siehst einen kurzen Spike auf der Oberseite und dann siehst du, während sich dieser Spread nicht verkürzt, beziehungsweise die Geldseiten nicht nach oben nachziehen, also Käufer reinkommen in den Markt, siehst du, dass du dann sofort einen sogenannten Hit auf der Geldseite zu sehen bekommst. Und dadurch kommt in der Kerze eine Struktur, die bildet ja im Grunde genommen das ab, welche Kursniveaus gehandelt wurden. Und du siehst dann erst einen Spike auf der Oberseite und sofort den Spike auf der Unterseite. Und dadurch wird dieses kurze Aufblitzen, in dem Fall der grünen Kerze dann meistens, wird dann wieder sofort revidiert und wir landen an dieser Stelle im Bereich der Eröffnung der Kerze, ist das meistens. Also du hast das wie so eine Art Doji-Struktur. Und dann siehst du, dass du auf diesen kurzen Spike und dann das entsprechende sofortige Hitten der Geldseite und das Auftauchen der Times and Sales an dieser Stelle, dass die rot aufpoppt. Also das bedeutet, da kommen dann kontinuierlich Verkäufer rein, die Geldseiten bedienen, beziehungsweise die den sogenannten Step-Down der Offers nach sich ziehen. Also das heißt, die fahren dann die Briefseiten runter und dann entsprechend bewegt man sich auf der Unterseite weg und lässt im übertragenen Sinne die großen Geldseiten, die oben den Widerstand hingestellt haben, hinter sich. Und sieht dann, dass zu fortwährend niedrigeren Kursen entsprechend eben Ausführungen stattfinden. Und dadurch kommt dann diese sogenannte Stuff kommt zum Tragen. Das umgekehrte Szenario ist an dieser Stelle einfach der Flush. Ja, ich hoffe, dass das jetzt nicht zu pathologisch war oder dass man so einigermaßen das hat nachvollziehen können. Also ich in der Nachbetrachtung, ich habe mit der Zeit festgestellt, ich habe ein klares Bild davon. Ich weiß, was ich dann sehe an dieser Stelle und das ist das, was ich versuche in Worte zu kleiden. Aber und dadurch denke ich, dass ich es auch verstanden habe, beziehungsweise dass es auch eigentlich ganz klar ist. Aber dann wiederum stelle ich mir die Frage, jemand, der das noch nie gesehen hat, ist das wirklich denn auch verständlich gewesen? Also kann der sich das denn auch infolgedessen vorstellen? Ich hatte mal ein Tutorial zum Thema Orderbuch gemacht. Also vielleicht schau mal einfach mal bei mir im YouTube-Kanal einfach mal den Bereich Orderbuch. Ich glaube, ich hatte auch mal was zum Thema Scalping gemacht an der Stelle. Also wer da Interesse hat, auf jeden Fall, der findet da einen Fundus an Tutorials. Also das ist in der Playlist für die Tutorials ist das zu finden. So, das kurz zum Flush, beziehungsweise zu Stuffs. Kommen wir zum DAX. Kommen wir zu der 15.150er Region. Wir hatten gestern die Frage in der Discord-Community, die kam auf, wie ich diesen Bereich als relevant erachte, also was das für die Institutionellen ausmacht. Ich hatte das erklärt gehabt, wie man solche Level ranken kann. Also das bedeutet, Level ranken kann, bedeutet Kursniveaus auf der Oberseite, auf der Unterseite, Unterstützung, Widerstände, wie man in der Lage ist, hier eine Note im Grunde genommen zu geben oder beziehungsweise ein Ranking zu erstellen, ausgehend von einer Skala von 1 bis 10, einfach zu sagen, ausgehend von der Wichtigkeit, ist das eine 7 oder ist das eine 9 beispielsweise. Das ist beispielsweise gestern hier, hatten wir als Beispiel, hatte ich gesagt, vielleicht maximal eine 5, vielleicht sogar eher eine 4. Und jetzt wird's interessant. Wir hatten kurz nach einem Flush tiefer oder beziehungsweise dann im Ausverkauf gestern, dann haben wir uns während der US-Märkte gefangen. Die haben sich gestern sehr, sehr stark präsentiert mit einem S&P, der auch über die 4000er-Marke zurückgelaufen ist. Der konnte dann also in den Abend hinein, interessanterweise so ab 20 Uhr, gab es einen Rollover-Moment. Also wir haben fortwährend eigentlich Geldseiten gesehen, Käufer sind reingekommen über den US-Handel. Wir sind sogar in dem Bereich eben nochmal dieser Region um 15.150 gelaufen, rollten jetzt über. Das gab dann auch Abgaben, die uns wieder in Richtung der 4000 von 4040, glaube ich, roundabout im S&P geführt haben. Wie gesagt, da schauen wir gleich drauf. Konnten uns dann aber relativ stabil präsentieren. Heute ohne große spektakuläre Vorgaben aus Asien kommen wir rein, stechen erneut, das kann man hier erkennen, stechen erneut in diese Gefilde vor. Und dann kommt es eben zu diesem Moment, dass wir kein Walkthrough sehen. Wobei das jetzt ein bisschen in Frage zu stellen ist, inwiefern das signifikant ist, weil das ist genau die 9 Uhr Kerze. Das ist der Moment, wenn eben die Kasse reinkommt, wenn der Xetra-Handel reinkommt. Demnach ist das nicht unbedingt hochsignifikant zu erachten. Aber im Gesamtkontext auf diesen Bereich 15.150, wenn wir den noch ein bisschen zusammenstauchen, der Umstand, dass das die Hoch sind, auch der letzten Woche Donnerstag, die Tiefs sind der letzten Woche am Mittwoch, die Signifikanz dieser Region, die nimmt deutlich zu. Ja? Also wenn es gestern noch eine 4, 5 war, sind wir jetzt bei einer 6, eventuell sogar schon bei einer 7. Wo ich sagen würde, in dem Moment, wo wir über dieses Level brechen, gehe ich davon aus, dass wir weitere Aufschläge zu sehen bekämen, die uns folgerichtig in Richtung 15.250, vielleicht sogar 15.3 führen könnten. Setzt allerdings voraus, dass wir jetzt Käufer reinkommen sehen, die uns
in die Position versetzen, hier diese Trendlinie zu halten, die sich etabliert hat, ausgehend von diesem Abgabedruck, der sich hier letzte Woche am Donnerstag herauskristallisiert hat. Also folgend auf das Scheitern an 15.150 und dann den Abgabedruck, den wir hier gesehen haben. Es hat sich gegen diese Tiefs um 14.9 ja so eine struktursteigende, hochsteigende Tiefs herauskristallisiert. Lässt sich jetzt, wie gesagt, diese Trendlinie hier einzeichnen. Die Frage, die sich jetzt allerdings stellt, ist, kann die gehalten werden oder kann sie nicht gehalten werden? Ich gucke mal ganz kurz in meinen Tweet von heute früh, Intraday-Vorteil unterhalb, nee, ich habe das nicht geschrieben, ich habe das nur in Gedanken gehabt tatsächlich. Ich hatte überlegt, ob ich auf die Trendlinie eingehe, habe das dann allerdings im Post, habe ich das heute früh nicht gemacht. Also Scheitern um 15.150 begünstigt weiteren Test der 15.000er-Region, schreibe ich an der Stelle. Natürlich würde das getragen werden durch einen Bruch jetzt unter diese Trendlinie. Wir sehen aktuell einen Versuch einer Stabilisierung nach diesem jetzt initialen Abgabedruck und nach dem Break aus der Open Range auf der Unterseite, handeln allerdings weiter unterhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis, was den Vorteil Intraday auf der Short-Seite finden lässt. Und wir können ehrlich gesprochen erkennen, dieser Bereich auch hier, das war so ein Zwischenhoch, den wir erst mit der Unterstützung der US-Märkte haben rausnehmen können. So Region 15.070, also 15.070 Punkte roundabout. Sollten wir den brechen, also jetzt neue Tiefs markieren, kurze Konsolidierung sehen, den EMA nicht zurückerobern können, scheint es mir sehr wahrscheinlich, dass wir nochmal die Region um die gestrigen Tiefs, 15.020 bzw. 15.000 anlaufen. Also wir haben gestern gesehen, die Rettung in der Not kam seitens der Wall Street, das kann man hier ausgehend von den Zeitstempeln deutlich erkennen. Die Rettung aus der Not war die Wall Street, wenn die heute keine Rettung auf den Weg bringt, wobei ehrlich gesagt so ein bisschen auch die Frage aufkommt, ist es realistisch? Also ich glaube nicht, dass wir großen Abgabedruck sehen. Allerdings sehe ich auch nicht eine so ähnlich starke Nachfrage, wie wir es jetzt die letzten Tage gesehen haben, weil wir eben nachbörslich erst mit Microsoft Earnings hier etwas zu sehen bekommen. Also sprich, ich könnte mir realistisch vorstellen, dass wir seitens der Marktteilnehmer erstmal sehen wollen, wie Microsoft reinkommt, was wir hier zu erwarten haben. Und sobald wir dann die Microsoft Earnings haben und die rechtfertigen, dass Nachfrage reinkommt, weil sie nicht so schwach ausfallen, wie erwartet, weil man antizipiert, dass eine geldpolitisch lockere Fed sich vielleicht am Horizont herauskristallisiert oder beziehungsweise die Rhetorik, die innerhalb des Fed-Statements nächste Woche am Mittwoch kommuniziert wird, in Ergänzung zu dann auch anderen Tech-Giganten wie Apple, wie Google, wie Amazon beispielsweise, dass sich hier auch vielleicht eine positive Entwicklung herauskristallisiert, dass das dann weitere Bullishness eben triggert, aber bevor du diese Bestätigung hast, könnte ich mir vorstellen, dass sich die Marktteilnehmer eher zurückhalten, was wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir in Richtung der Tiefs driften im DAX, nicht zwangsläufig den S&P dann auch einen starken Drive auf der Unterseite sehen. Da könnte ich mir vorstellen, wie gesagt, dass das sowohl nach oben als auch unten relativ unspektakulär ausschaut. Im Falle des DAX allerdings ist zu berücksichtigen, dass wir natürlich schon mit sehr, sehr viel Momentum ins Jahr gestartet sind, was wiederum bedeutet, der Modus nach oben, der scheint doch ein bisschen überdehnt zu sein und begünstigt wohl potenziell eine Korrekturbewegung, die uns auch realistisch nochmal in Richtung der Ausbruchregion hier so ungefähr um 14.600 führen könnte, sofern wir unter nicht nur die 15 fallen, sondern ganz besonders unter die Vorwochen-Tiefs ausgebildet um 14.900. Also wie würde ich das aktuell traden? Es hält sich, also mein Engagement im DAX hält sich weiterhin aktuell in Grenzen. Ich habe mich heute früh ertappt bei einem Gedanken, den DAX zu shorten. Ist allerdings nur ein Gedanke geblieben, weil mir einfach das Bild aus der Gesamtkonstellation nicht sauber genug war. Und dann kommt der nächste Gedanke, dass du sagst, naja, Microsoft Earnings und so weiter. Wenn ich so einen Trade absetze, kann ich mir sehr gut vorstellen, den in Richtung 14.6 zu fahren, aber dafür brauchst du einfach eine Bestätigung. Und wenn du die nicht hast, dann ist das hier eigentlich nur ein Gut-Feeling. Also das ist ein Bauchgefühl, das ist da, das hat auch seine Daseinsberechtigung, aber ausgehend von eben einer bis dato recht gut funktionierenden Disziplin. Ich habe zum Beispiel mir auch mit einem Vorsatz fürs Jahr 2023 jetzt in Bezug auf mein Trading zum Beispiel gesagt, ich möchte mich wirklich hauptsächlich fokussieren auf meine A-Setups, noch auf meine B-Setups, also das heißt innerhalb meiner Checkliste. Ich möchte so und so viele Punkte erfüllt sehen, dass ich eben am Willens bin, hier einen Trade abzusetzen. Bei den Cs will ich sehr vorsichtig sein, sehr reserviert agieren. Ich werde euch gleich den Trade zeigen im Hinblick auf Nvidia. Ich hatte gestern hier die Ausführungen gepostet gehabt. Ich hatte ja nicht nur
vorherigen Gameplan gepostet, sondern hatte dann auch hier die Ausführung auf den Trade hier euch gezeigt. Also nicht nur, dass ich drüber schreibe, sondern dass ich das auch umsetze, real. Also das ist die Idee, die dahinter steckt. Und das Ganze habe ich allerdings ganz klein getradet, im Rahmen eben meiner Risikoparameter, dass ich halt gesagt habe, ich habe einen Daily Stop und ausgehend von diesem Daily Stop bin ich maximal willens, für solch ein C-Setup 15% zu riskieren. Und das habe ich ganz konsequent umgesetzt. Hat unterm Strich immer noch mit dem CRV, der Trade war immer noch, hat mir ein CRV geliefert oder ein Payoff dann an der Stelle sogar real, von größer 4 zu 1. Also das war immer noch 0,6% meines Daily Stops, den ich habe auf den Trade verdienen können. Aber es war eben kein super aggressiv getradeter oder positionskostentechnisch super aggressiv getradeter Trade. Einfach deswegen, weil für dieses Play in Nvidia zu viele Checks nicht gegeben waren. Und in dem Fall, also das war gestern, das war eine reduzierte Positionsgröße, die ich da ausgehend von dieser Setup-Klassifikation eben vorgenommen habe. Im Falle des DAX hatte ich gar keinen Check. Also ich hatte einen Check und das war mein Bauchgefühl, dass wir hier so in diesen Gefilden ungefähr, das war so 9.30 Uhr Pi mal Daumen, dass das eher nach Überrollen ausschaut. Und wenn ich den jetzt geschortet hätte, in Anführungsstrichen, dann lege ich roundabout jetzt hier 50 Punkte vorne, aber du weißt gar nicht, mit welchem Risiko du den Trade eigentlich eingehen willst. Bindest mentales Kapital und alles darauf aufbauende an dieser Stelle lohnt sich nicht, in Anführungsstrichen. Ist einfach nicht sauber, ist nicht duplizierbar, also skip den Trade. Und das ist etwas, was bis jetzt ganz gut funktioniert und also für das Jahr bis jetzt gut funktioniert hat. Ich bin da sehr, sehr konsequent bis dato gewesen und ich hoffe, dass ich diese Konsequenz auch noch, ich sag mal, rund einen Monat ungefähr weiter dabei behalten kann. Denn dann gibt es so eine Daumenregel, bei der man sagen kann, dann wird nämlich aus solch einem sich kontinuierlichen Erinnern, dann wird daraus nämlich eine Routine, beziehungsweise wird einfach ein, wie heißt denn das Wort? Habit. Was ist denn das deutsche Wort dafür? Moment. Eine Gewohnheit. Richtig, das ist das. Eine Gewohnheit wird dann daraus. Und dann ist es was ganz Natürliches, dass du diese mediocre Trades, also diese Trades, die einfach nicht die Checkliste erfüllen, wie sie erfüllen sollten, einfach aus deinem Fundus an Strategie oder Strategien, in Anführungsstrichen, beziehungsweise aus deinen Trades einfach rausstreichst, was unterm Strich dann dir auch wiederum offenbart, und das ist offenbar geworden, wirklich einen langfristigen Vorteil im Sinne von jetzt einen Performance-Boost oder dergleichen, habe ich aus diesen Trades nicht. Also das heißt, das bindet mentales Kapital, das stellt mein Kapital ins Risiko, aber es bringt mir keinen Vorteil im Sinne meiner Kapitalkurve. Und demnach versuche ich das eben konsequent rauszuschneiden und diesen Fokus eher dann eben auf die ja, A-Plus-Setups einfach zu fokussieren, oder A-Plus, A und B noch an gewissen Stellen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Also, neue Tagestiefs sollen die jetzt markiert werden. Break unter 15,70 aktiviert die 15.000er-Region. Bei Fall darunter, ohne Unterstützung seitens der US-Märkte, Test der 14,9 durchaus im Bereich des Möglichen. Schauen wir mal ganz kurz auf den S&P. Kurz, weil so wirklich Neues haben wir eigentlich nicht erhalten. Außer, wie gesagt, dass das erstaunlich war, dass es wirklich erstaunlich war, was wir hier gesehen haben. Und es gestern eben einen Follow-Through gab auf der Oberseite. Und zwar im Hinblick jetzt hier auf die Price Action von Freitag. Nochmal, das war wirklich erstaunlich, was uns der S&P geliefert hatte. Wir hatten am vergangenen Mittwoch, hatten wir zum einen Erzeugerpreise, die deutlich unter der Erwartung reingekommen sind auf Monatssicht. Ergänzend dazu Retail Sales, die im Vormonat im Weihnachtsgeschäft deutlich enttäuscht haben, macht in Kombination einen geldpolitisch lockeren Kurs seitens der US-Notenbank wahrscheinlicher ab der zweiten Jahreshälfte. Darauf reagiert der Markt, das kann man hier erkennen auf der Stunde sehr deutlich, mit Abschlägen. Das ist eigentlich etwas, das willst du nicht sehen. Du willst an der Stelle eigentlich sehen, dass dieser geldpolitisch lockere Kurs zügig wieder Käufer auf den Plan ruft. Selbst wenn wir einen kurzen Washout auf der Unterseite in irgendeiner Weise zu sehen bekommen. Das hat nicht stattgefunden. Wir haben fortwährend über den gesamten Mittwoch hinweg Abgabedruck gesehen. Keinen wirklichen Bounce am Donnerstag hat die Wahrscheinlichkeit enorm erhöht. Und das war wirklich eine enge Kiste, so möchte ich es mal bezeichnen, oder die Frage, die im Raum stand, können wir es schaffen, über der 3,9 die Woche zu beschließen? Falls nicht, besteht hier das Risiko, dass wir dann jetzt bis 3,8 beziehungsweise sogar darunter in den kommenden Tagen in die Earnings Season, in die Fed und dergleichen verkauft werden. So, und dann kommen am Freitag, in Anführungsstrichen wie aus dem Nichts, kommen Käufer rein und wir haben sehr breite sehr, sehr, sehr breites Marktumfeld mit bullischen Vorgaben gesehen.
das Volumen, was in die Upstocks, also in die Aktien geflossen ist, US-Aktien geflossen ist, welche sich steigend haben präsentiert, hat deutlich jenes Volumen übertroffen, was aus Aktien rausgeflossen ist, die sich mit einem Downtick oder beziehungsweise im Abwärtsmodus bewegt haben. Das war also wirklich eine gesunde, vom breiten Markt getragene Aufwärtsbewegung, die so hat nicht erwartet werden können. Wir haben das besonders in den letzten zwei Handelsstunden gesehen. Ab 20 Uhr kann man hier sehen, da kam es nochmal zu einer deutlichen Beschleunigung in den Wochenschluss hinein. Schöne Konsolidierung und dann gestern der nächste Run auf der Oberseite, der diese Bewegung bestätigt hat, der uns jetzt geführt hat über die 4010er Marke. Das ist insofern relevant. Das letzte Mal, dass wir diesen Bereich angelaufen hatten, diese Gefilde, das war folgend auf die den Optionsverfall. Da gab es einen kurzen Spike in Richtung der 4000er Marke. Den haben wir zum Jahresbeginn haben wir den zu sehen bekommen. Ich müsste jetzt mal ganz kurz schauen, wo genau der war. Wir haben nämlich fast punktgenau an dem Freitag, ich guck mal kurz, 13. Hier war der 13. Hier, das war der. Da gab es diesen kurzen Run auf der Unterseite und dann haben wir im Bereich um fast 4000 Punkte, haben wir punktgenau reingestochen, rollten dann über und dann kam vergangene Woche eben dieser Abgabedruck auf die Erzeugerpreise. Ich hatte in dem Zusammenhang gesagt, wenn wir diesen Bereich rausnehmen, also wenn das nicht nur ein kurzer technisch begünstigter, aus optionstechnischer Perspektive Spike war oder Piekser in die 4000, sondern der Markt dann in der Lage ist, diese Niveaus rauszunehmen, oberhalb vielleicht zu schließen, sich zu halten, dann ist das ein bullisches Signal, was auf der Oberseite die 4100er Region aktiviert. Und das hat gestern hier passiert. Also wir haben gestern oder beziehungsweise letzte Woche ja diesen Abgabedruck gesehen und dann haben wir Freitag und jetzt am Montag diesen Walkthrough zu sehen bekommen, den Bruch über, das Halten oberhalb der 4000er Marke. Wir sahen dann kurz ab hier 20 Uhr, kurzes Einpieken, aber fast punktgenaues Aufsetzen auf das 4000er Level. Jetzt erneut eine seitwärts Schiebezone, wie auch immer wir es nennen wollen, die sich hier herauskristallisiert durch die europäischen Vorgaben, aber größtenteils die Aufschläge von gestern verteidigend. Schlüssellevel für heute dürfte die 4000 sein. Wenn wir die in der Lage sind zu halten und auch dann hier wieder den Bereich um 4010 vielleicht, also den Bereich, um den wir jetzt aktuell gerade handeln. Ich würde nicht sagen, dass wir nach zwei solchen Aufschlagstagen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise solch einer Dynamik hier, Größenordnung von 4-5%, die der S&P jetzt gelaufen ist, innerhalb von zwei Handelstagen, einen Walkthrough zu sehen bekommen, besonders im Hinblick auf die heute nachbörslich anstehenden Microsoft Earnings. Aber sollten wir in der Lage sein, die 4000er Marke zu verteidigen, dann, oder beziehungsweise mit Ausblick auf die Microsoft Earnings und der jüngsten Stärke, die zwar zu einer Verschnaufpause hier irgendwie ruft, muss ich gestehen, auch wenn ich keine Unterstützung seitens der US-Märkte jetzt für den DAX erwarte, sehe ich aber auch nicht den wirklich deutlichen Push zurück unter die 4000er Marke. Ich gehe davon aus, das werden wir spätestens, ich sag mal so gegen 16 Uhr wissen, ob wir in der Lage sind, die 4 zu halten. Wenn ja, ist nicht auszuschließen, dass wir eine Konsolidierung zu sehen bekommen über den heutigen Handelstag in einer Range zwischen 4000 bis 4030 ungefähr. Und dann eben den nächsten Impulsgeber durch die Microsoft Earnings heute dann nachbörslich geliefert bekommen. So, ja, das also zum DAX und das zum S&P. Dann werfen wir einen Blick auf die Einzeltitel und wir fangen an mit dem Trade von gestern, durch den ich euch ganz kurz hier guide, wobei es eigentlich nicht besonders viel Spektakuläres dort gibt, was es zum Thematisieren gibt, denn der Gameplan, der ist wirklich fast punktgenau aufgegangen. Also gestern habe ich mich alleine auch aus der Perspektive, ehrlich gesagt, gefreut, selbst wenn ich den Trade nicht gemacht hätte, wäre natürlich ziemlich bedauerlich gewesen, aber das war schon ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ich zeichne das mal ganz kurz hier ein. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut erkennen kann. Wir machen das mal mit so bisschen heller. Kann man das erkennen? Ja, ich hoffe. Also, das ist ungefähr die Region, um die Hochs hier auf Minutenbasis jetzt von letzter Woche Freitag. Es gab ja einen sehr, sehr starken Lauf, den Nvidia hingelegt hatte. Wir hatten ja hier in dem Bereich der bis dato Monatshochs und um ungefähr 177 hatten wir ja geschlossen, 177, 178.
haben dann ein Gap-Up zu sehen bekommen. Und die Frage, die sich halt an der Stelle stellte, war, sind wir in der Lage, diese Hochs von Freitag zu halten? Ich zeige euch mal ganz kurz die vorbörsliche Action. Wo haben sie hier? Hier ist Nvidia. Da machen wir auch mal die Minute auf. So. Und da gab es einen kurzen, also hier gab es eine Konsolidierung. Das war übrigens auch, das ist einer der Gründe gewesen, weswegen das zum Beispiel kein herausragendes Setup war an dieser Stelle. Das vorbörsliche Volumen zum Beispiel belief sich auf etwa 600.000 Stücke, die wir hier gesehen haben. Nvidia, wenn wir uns mal Finwiz anschauen, NVDA, da werden 47 Millionen Stücke, also jetzt ein bisschen mehr, 47,08, 47 Millionen Stücke werden da einfach gehandelt. Wenn du da in der Vorbörse noch nicht mal 1 Million Stücke umgehen siehst, dann ist das nicht unbedingt mega heiß, aber dennoch vielversprechend durch eben die technische Konstellation. Aber dennoch etwas, was die Frage aufwirft, ob da auch genügend Nachfrage reinkäme an dieser Stelle. An der Stelle wäre es ein sogenanntes Second Day Play, so habe ich das für mich, hatte ich das für mich definiert gehabt. So. Und dann sehen wir eben, dann kommt dieser kurze Rücksetzer. Und ich hatte hier in der Discord-Community, in dem Gameplan hatte ich geschrieben gehabt, sehr starker Lauf am Freitag, das hatten wir hier gemacht, gapt aktuell über die Hochs von Freitag, Frage, können wir dieses Gap halten? Das ist die Frage, die ich einfach beantwortet sehen möchte. Damit habe ich eigentlich auch ein ganz klares Level auf der Unterseite, gegen das ich riskieren würde, allerspätestens, wo ich sagen würde, hier ist die Trade-Hypothese nicht mehr valide. Das ist nämlich in dem Moment, wo wir unter diese Hochs zurückrutschen, in die Handelsspanne des Vortages. Und Halbleiter ETF, SMH, ich habe das ist ein bisschen ungünstig geschrieben, ehrlich gesagt. Also der ETF ist der SMH, das ist ein Semiconductor-Halbleiter von Eck. Aktuell stark, also auch in der Vorbörse, durchaus denkbar, dass wir einen Follow-Through zu sehen bekommen, also dass wir auf der Oberseite weiterlaufen mit Nvidia als Leader. Also Nvidia hat sich ja beispielsweise in Relation zu AMD sehr stark präsentiert. Auch AMD gestern einen riesen Lauf gesehen, aber aus der charttechnischen Konstellation, glaube ich, hatte auch da, sind noch mehr Marktteilnehmer potenziell reingezogen worden, die Bewegung in Nvidia dann hier, Größenordnung, wo haben wir sie denn? Tesla, wo sind sie denn? NVDA, also AMD sehen wir 9% gestern und Nvidia, wo ist er denn jetzt? Da, gestern 6,8% gelaufen, dass wir da nochmal mehr Momentum mit Bruch über diese Gefilde dann hier, also übergeordnet auch diese Gefilde hier um die rund 179 zu sehen bekommen. So, zur Eröffnung eventuell ein Flush unter die 180, also da sehe ich durchaus diese Möglichkeit, dass wir kurz mal eine Art Gewinnmitnahme vielleicht mit zu sehen bekommen. Mit Zielschlusskurs von Freitag, der lag so ungefähr um 178, aber dort haben wir gehalten und dann drehen wir auf und laufen zurück über Rewop. Und sobald wir über Rewop laufen, scheint mir ein Long auch hier für ein Momentum-Play ganz interessant. Ziel 182 bzw. 185. Das war das, was ich hier schrieb. Da kann man sehen, 14.34 Uhr, 14.37 Uhr. So, und dann eine Stunde später sehen wir ziemlich genau diese Price-Action. Wir kommen rein, wir sehen einen kurzen Rücksetzer. Wir sahen hier nochmal Schwierigkeiten, die Hochs rauszunehmen. Das war der Bereich ziemlich genau um 180. Setzen zurück. Da ist der Schlusskurs von Freitag, hier so in diesen Gefilden, ziemlich punktgenau. Setzen drauf, sehen sofort Käufer hier reinkommen und drehen dann in Richtung der Hochs. Also es kommt kein wirklicher erneuter Drive irgendwie auf der Unterseite auf oder dergleichen. Also wir fangen an, uns knapp unterhalb von 180 konsolidieren zu zeigen. Ich zeige das mal ganz kurz hier vielleicht. Damit haben wir dann auch den volumengewichteten Durchschnittspreis. Das ist hier diese, in dem Fall ist das jetzt eine grüne Linie. Da sehen wir also genau dieselbe charttechnische Konstellation und dann laufen wir eben hier über diese Hochs zurück. Und dieses Halten in diesem Bereich hier um 181, knapp der Intraday-Hochs, die in der ersten Kerze ausgebildet worden sind und die auch ziemlich gut zusammenfallen eigentlich mit den vorbörslichen Hochs. Also das ist nicht punktgenau, da könnte man auch nochmal einen Dollar mehr drauf geben, aber ich glaube die 181, da kann man schon erkennen, das ist ein relevanter Bereich gewesen, der wie gesagt so ein bisschen natürlich Grain of Salt zu sehen ist, weil du hast nicht so viel Volumen in der Vorbörse gesehen, also in Relation zu dem, was normalerweise läuft, aber es ist dennoch so, du kannst diesen Bereich durchaus identifizieren. Und ich habe dann ausgehend davon, habe ich hier mit dem Break, also das ist im übertragenen Sinne ein Open-Range-Breakout-Trade, den ich gemacht habe, wobei das Setup ein Second-Day-Play ist, wo ich sage, wir haben am Vortag, also am Freitag war es an der Stelle, einen Lauf bekommen von einer ATR, wobei ich allerdings an der Stelle mal gucken müsste, 168, na knapp ist es,
Ja, ich glaube, es kommt hin. Eine ATR, ich muss ganz genau gucken, weil Nvidia eine ATR, ja, ATR von 8 Dollar aktuell. Also das kommt hin. 9 Dollar gelaufen an dieser Stelle. Aber also wir hatten auf jeden Fall eine außergewöhnlich große Bewegung am Freitag mitten im Schluss im Bereich der Tageshochs. Und Nvidia relativ stark in Relation zu beispielsweise anderen Titeln aus dem Semiconductor-Bereich wie eine AMD oder dergleichen. Und dann sage ich einfach, okay, wenn wir jetzt in der Lage sind, den Schlusskurs hier zu halten, nach solch einem kurzen Ausverkauf und dann im Rücklauf über und konsolidieren knapp unterhalb der vorbörslichen Hochs ist es an dieser Stelle, dann habe ich hier meinen Long. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder mit einem Entry, mein Entry lag, glaube ich, ganz genau bei 180,88, kannst du natürlich gegen die Tiefs riskieren an dieser Stelle. Wobei ich eigentlich sagen muss, ich weiß gar nicht, ob ich so weit eine Position halten würde. Denn in dem Moment, wo wir hier keinen Bruch auf neue Tageshochs zu sehen bekommen, dann ist meine These eigentlich schon invalidiert. Da denke ich schon drüber nach, die Position mindestens zu skalieren. Also zu skalieren im Sinne von auszuskalieren. Also einen Teil rauszunehmen, vielleicht sogar die komplette Position, weil ich das Ganze als so einen Momentum Drive ja geplant hatte. Das hatte ich gestern hier im Morning Meeting gesagt. Also Momentum Drive bedeutet an der Stelle, ich will einen Momentum Move zu sehen bekommen, der uns dann über dann die Ausbruchregion führt in dem Moment und der sich so ziemlich optimal wie gestern eben hier dann so steil präsentiert, wo ich dann nach einem sogenannten Change im Character, den bekomme ich hier an dieser Stelle zu sehen, über Gewinnmitnahmen mitdenke. Ich muss jetzt allerdings sagen, dieser Change in Character, der hat sich oberhalb der 185 herauskristallisiert. Also ich hatte meinen Take Profit auf der 185, wie hier im Gameplan formuliert. Da sind wir reingelaufen und liefen dann nochmal einen Dollar 50, glaube ich, höher. Wobei der Stop-Out der Position nach dem EMA 9 hier um 185,50 gewesen wäre. Also ich habe im übertragenen Sinne 50 Cent auf dem Tisch liegen lassen. Das ist etwas, da muss ich dran arbeiten, beziehungsweise da muss ich mir die Frage stellen, ob ich da nicht zu aggressiv gewesen bin an dieser Stelle. Wobei ich schon denke, dass das ein relativ steiler Verlauf war, nachdem wir hier über die 182 gebrochen sind. Aber ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Das war der Trade einfach an dieser Stelle. Klassischer Open Range Breakout, wenn man so möchte, auf ein Second Day Play. Ausgehend hiervon hatte ich es identifiziert. Diese relative Stärke in einem grundsätzlich sehr sich aufhellenden, überraschenderweise aufhellenden Marktumfeld, was übrigens auch dann übergeordnet Unterstützung verspricht, nämlich von den wenigen welchen, die überrascht worden sind, einfach am Freitag durch diese Mini-Rally, die der S&P bzw. auch der Nasdaq dorthin gelegt hat. Und dann suchst du dir halt einen relativ starken Titel mit Breakout-Potenzial heraus, mit Nvidia hast du dann Kandidaten und nimmst dann ausgehend davon eben dieses Setup, um dann solch einen Momentum-Drive eben zu traden. Wir haben dann gesehen, das war noch nicht alles, ganz im Gegenteil, wir haben weiter auf der Oberseite performt, auch hier gestern erneut im Bereich der Tageshochs und um 192 geschlossen. Aber jetzt kommt so ein bisschen, in Anführungsstrichen, Exhaustion rein. Also jetzt sind wir langsam doch so ein bisschen vielleicht etwas arg steil gegangen, wenn wir uns das mal hier vor Augen führen, wenn wir einfach mal vom Jahresbeginn ausgehen, um 140 Dollar ungefähr die Aktie, jetzt auf über 190 gelaufen, Breakout zu sehen bekommen. Das, was jetzt interessant zu sehen sein wird, ist natürlich, sind wir in der Lage, die Breakout-Region zu halten. Also das heißt, so diesen Bereich um die 190 Pi mal Daumen. Das wiederum wäre ganz interessant, auch für mittelfristig Agierende, denn den Ausbruch als nachhaltig herausstellen, das würde dann diese sogenannte Schulter-Kopf-Schulter-Formation hier, diese Inverse mit der linken Schulter hier dem Kopf und hier dem nächsten am rechten Kopf, der rechten Schulter, Verzeihung, würde das bestätigen und würde auch in den kommenden Monaten potenziell weiteres bullisches Potenzial freisetzen. Also projiziertes Kursziel sollte sich das hier bewahrheiten. Da haben wir relativ einfache Herangehensweise, dass wir vom Kopf gehen, dann ein Lot fällen hier auf die Nackenlinie und das dann eben auf den Breakout ansetzen. Und dann hast du ein projiziertes Kursziel für diese Formation im Daily um 260, 270 ungefähr auf der Oberseite. Also das heißt, wenn ich davon spreche, dass ich davon ausgehe, dass wir in den nächsten 6 bis 12 Monaten zum Beispiel in der Nvidia bullisches Potenzial bis in die, in Anführungsstrichen, Deep 200 zu sehen bekommen, wobei Deep dann alles ist, was größer 50 ist oder größer 5 oder größer 50 Cent, je nachdem. Also in dem Fall Deep 200 heißt alles oberhalb von 250 Dollar, dann resultiert das vor allem aus der Auflösung dieser inversen Schulter-Kopf-Schulter und diesem projizierten Kursziel, was wir hier auf der Oberseite sehen. Und wir sehen, das sind ungefähr dann auch die Gefilde, die wir hier letztes Jahr im März angelaufen sind. Das wird nicht in einer Linie passieren, davon ist nicht unbedingt auszugehen.
Aber sollten wir jetzt einen Break zu sehen bekommen, kurz die 200 anlaufen, überrollen, zurücksetzen, dann würde ich mir auf jeden Fall eine Alarmlinie hier legen in dem Bereich um so 185 bis 190 und genauestens gucken, wie wir uns hier in diesen Bereichen eben verhalten. Also super, das wird deswegen super interessant, weil wir haben ja am, jetzt muss ich kurz gucken, ich habe am 13., ne? Nee, Earnings, das ist ein bisschen blöd. Das ist noch nicht geupdatet. Ich glaube, der, Moment, Nvidia Earnings, ich glaube, NVDA Earnings, Nasdaq. Ich glaube, das war der 13., was wir gestern gesagt hatten. Market Beat. 15. Verzeihung, 15. Am 15. Bekommen wir Earnings zu sehen. Also das ist jetzt von heute 3 Wochen ungefähr, ein bisschen mehr. Ich glaube, Mittwoch nachbörslich ist das. Sprich, wir kriegen jetzt so einen kleinen Walkthrough, je nachdem, ob wir den übergeordneten Markt unterstützen sehen und dergleichen. Vielleicht nochmal eine kleine Beschleunigung, einen dynamischen Break höher. Das ist interessant für weitere Momentum-Plays, auch wenn wir jetzt kurzfristig ein bisschen überdehnt anmuten. Aber genau aus dieser Skepsis erwächst dann auch die Chance, dass wir noch ein bisschen steiler gehen, vielleicht hier bei der jüngsten Stärke, die wir zu sehen bekommen. Und dann wird es deswegen interessant, weil wir schon relativ mit großen Vorschusslevern in die Earnings reinkommen. Wenn die dann die Erwartung bestätigen oder der Wachstumsausblick bestätigt wird, also nicht schlecht sind, ganz im Gegenteil, sondern eigentlich gut eingeschätzt werden können, aber das größtenteils schon eingepreist ist, kriegen wir solch ein Buy-the-Rumors-Sell-the-News-Event potenziell zu sehen. Und genau das könnte dann der Trigger sein für solch einen kurzen Rücksetzer, der uns nochmal in Richtung der Ausbruchregion führt. Und wenn wir die dann in der Lage sind zu halten, dann muss ich gestehen, wird es auch für mittelfristige Engagements, also für ein bisschen längerfristige Trades, die man aus investmenttechnischer Perspektive auch nicht zwangsläufig mit Hebel an der Stelle, sondern eben mit physischen Aktien beispielsweise spielt, hier an der Stelle wird das durchaus interessant. Soweit sind wir aber noch nicht. Also aktuell erstmal gestern, wie gesagt, dieses Play. Jetzt 2 Tage in Folge, eine ganze Menge an Momentum zu sehen bekommen, scheint ein bisschen überdehnt. Kommt ein bisschen darauf an, wie du jetzt überdehnt definierst. Also du kannst zum Beispiel Folgendes machen. Das habe ich hier zum Beispiel für mich. Arbeite dann mit Keltner-Kanälen. So. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so gut erkennen kann, ehrlich gesagt. Ja, doch, kann man schon erkennen. Also was ein Keltner-Kanal ist, ist im übertragenen Sinne, der schaut sich die ATR an, also die Input-Parameter, kann man hier erkennen. So, wenn man die Einstellung wählt. Da hat man zum Beispiel eine Länge, da gibt es einen gleitenden Durchschnitt in der Mitte. Ein Durchschnitt, der ein EMA ist an dieser Stelle, also ein Exponential Moving Average. 50er Basis, also die letzten 50 Schlusskurse, die ich mir hier anschaue. Dann haben wir einen Multiplier von 5 und ich nehme eine ATR-Länge von 22. Und der Multiplier von 5 bedeutet etwas anders. Ich schaue mir die ATR an auf die letzten 22 Tage und die wird dann multipliziert mit diesem Faktor hier und genau ausgehend von diesem EMA wird dann nach oben bzw. nach unten wird dieser Kanal erstellt, der eben zeigt, wie stark überdehnt wir uns dann an dieser Stelle darstellen. Ich hatte das mal im Hinblick auf UAL, zum Beispiel United Airlines, letzte Woche hatten wir so eine Konstellation, wo ich auch in der Discord-Community schrieb, wir sind sehr stark überdehnt auf der Oberseite. Nur das Problem ist jetzt an solch einer Aussage, stark überdehnt zu sein, ja, was ist denn überdehnt? Also ist ein relativ, ist ein dehnbarer Begriff in Anführungsstrichen. Das bedeutet etwas anders formuliert, du misst das oder ich messe das in Relation dann zur Average True Range. Und das ist genau das, was hier an dieser Stelle eben, ich habe das gar nicht so visualisiert gehabt, fällt mir jetzt übrigens auf, aber das ist das, was ich damit meine an dieser Stelle. In dem Moment, wo wir dann in diese Bänder reinlaufen und innerhalb kürzester Zeit, also an der Stelle ist es zum Beispiel jetzt so gewesen, wir sind seit dem 4. Januar in die Earnings letzte Woche, innerhalb von 1,5, 2 Handelswochen sind wir diese 5 ATR und mehr, ausgehend vom Keltner-Kanal. Ich glaube, wir könnten sogar, wenn wir diesen Ausgangspunkt hier an dieser Stelle nehmen, der nutzt natürlich den EMA als Referenz, aber dann kommst du sogar bei dieser Bewegung vom 4. Januar auf fast 10 ATR, die wir gelaufen sind. Und genau diese Überdehnung, besonders in die Earnings rein, die letzte Woche eigentlich relativ gut veröffentlicht worden sind, auch der Wachstumsausblick, aber die begünstigen, dass wir so ein Buy-the-Rumors-Sell-the-News-Event zu sehen bekommen. Und das ist halt so eine Überlegung, es muss natürlich erstmal alles so kommen, aber das wäre zum Beispiel was, das könnte jetzt hier an dieser Stelle dann auch ganz interessant werden. Wenn wir jetzt die nächsten 2, 3 Wochen noch uns in diese Gefilde vorstoßend zeigen, diese 5 ATR ausgehend vom 50er EMA dann reinlaufen und dann einfach an dieser Stelle diese Überdehnung zu sehen bekommen und genau das den Pull-In nach sich zieht, ganz kurzfristig traden wir den von der Short-Seite. Was uns aber am ehesten dann längerfristig, mittelfristig interessiert, ist, ob wir den Retest dieser Ausbruchregion hier, dieser inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation zu sehen bekommen. So, jetzt habe ich eine ganze Menge zu Nvidia gesagt. So viel habe ich gar nicht geplant gehabt eigentlich. Ja, also einfach mal so ein kleiner Gedanke. Wir wollen uns einmal den Microsoft Earnings vorbereiten widmen. Also wir haben
aktuell natürlich ein Stochern im Trüben. Wir haben keine Ahnung, wo wir da landen. Deswegen ist das nicht wirklich hilfreich eigentlich an dieser Stelle. Was immer interessant sein kann, natürlich, wie gesagt, sind wir mit Vorschusslorbeeren reingekommen, könnte das einen antizyklischen Trade nach sich ziehen. Wir haben auf jeden Fall eine voranschreitende Bodenbildung unterhalb der 200-Tage-Linie jetzt in den letzten Monaten zu sehen bekommen, also ab Mitte Oktober auch ungefähr. Das, was interessant wird im Hinblick auf Microsoft, ich gehe mal ganz kurz hier auf Microsoft, MSFT. Das wird natürlich die Frage sein, ob wir in der Lage sind, hier den Gewinn pro Aktie zu übertreffen. Aktueller Estimate für die heutige Veröffentlichung, $2,29, das ist das, was erwartet wird. Wir haben eine negative Überraschung gehabt, das war zur Mitte letzten Jahres, das war im Juli. Da sind wir mit minus 2,9% unter der Erwartung veröffentlicht worden. Der Konsens lag bei 2,28 und der Earnings per Share wurde mit 2,23 veröffentlicht. Wir können jetzt mal spaßhalber, wobei das Umfeld natürlich Juni bzw. Juli war ein bärisches Umfeld. Deswegen können wir mal ganz kurz gucken, wie die Aktie reagiert hat. Das war hier. Nee, Moment. Ich erinnere mich. Ja, wir hatten zwar einen negativen Surprise, aber die Aktie gäbte trotzdem höher. Also das heißt, im Vergleich zum Schlusskurs, der war ungefähr um 2,52 und wir eröffneten dann hier um 2,60 Pi mal Daumen und haben dann von da in die Mitte August hinein Bullishness gesehen. Also nur weil es einen enttäuschenden Print gibt im Hinblick auf den Gewinn pro Aktie oder auch den Umsatz, ist noch nicht gleichbedeutend mit, das resultiert auch zwangsläufig in Abschlägen dann in der Aktie. Das sollte man an der Stelle vielleicht ganz wichtig noch hinterher schieben. Mal schauen, wie sich das heute darstellt. Wir erinnern uns dran und das ist das, was uns so ein bisschen, naja, Sorge bereitet, ist das falsche Wort, aber zumindest mal beschäftigen sollte. Wir hatten zu Beginn des Jahres hier dieses Gap Down auf der Unterseite. Das resultierte aus dem Downgrading der UBS im Hinblick auf ganz besonders Azure, Microsoft Azure, das Cloud-Business. Das Cloud-Business ist essentiell wichtig, auch im Hinblick beispielsweise auf Amazon. Im Hinblick auf die Profitabilität, also sprich etwas anders formuliert, in Anführungsstrichen im Hinblick auf Amazon, war AWS der Grund, warum die Aktie warum das Unternehmen weiter profitabel performt hat. Der sich eintrübende Wachstumsausblick im Hinblick auf das Cloud-Business ist etwas, was Unternehmen zunehmend zu schaffen macht. Das, was vielleicht jetzt so ein bisschen kompensiert, ist der Umstand, dass wir im letzten Quartal eigentlich, ich kann mal ganz kurz hier auf Barchart gehen, dass wir im letzten Quartal den US-Dollar haben stark korrigieren sehen. Der zu starke US-Dollar, der hat sich auf das globale Geschäft diverser US-Unternehmen ausgewirkt, aber jetzt haben wir eben hier seit über das gesamte vierte Quartal eine Korrektur zu sehen bekommen von 113 bis runter in gefühlt um 101, 102 Punkte im US-Dollar-Index ist es hier, der US-Dollar-Index-Future. Das ist etwas, was stützen könnte. Die Frage, die sich halt stellt, ist dieser stützende Aspekt in der Lage, eventuell eine eventuelle Entschleunigung im Cloud-Business zu kompensieren? Das wird die Frage sein, die sich hier an dieser Stelle stellt. Selbst wenn das auf den Print selber in der Lage ist, hier zunächst einmal für eine positive Überraschung zu sorgen, heißt das aber nicht, dass der Ausblick für die nächsten Quartale, für das nächste Quartal dann im Falle von Microsoft sich deutlich aufhält. Also das könnte, also ich bin sehr gespannt. Meine Tendenz geht aber eher in Richtung Enttäuschung. Und ich kann mir vorstellen, dass das, besonders wenn der Markt jetzt nach diesem kurzen Run, den wir zu sehen bekommen haben, und mit der Erwartung, wir haben größeren Schaden abgewandt im Hinblick auf den S&P mit dem Break oder Fall unter die 3900er Marke, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dieser Steam oder dieser kurze bullische Run, der kommt zeitnah eher wieder zum Erliegen. Nicht, dass wir sofort abverkauft werden, aber dass wir zumindest eine Konsolidierung zu sehen bekommen, in die Fed nächste Woche hinein ganz besonders. Und das wiederum, wenn diese Unterstützung nicht mehr gegeben ist, dass das dann im Falle von Microsoft eher für eine Enttäuschung sorgen dürfte.
Mal schauen. Also wirklich eintrüben würde sich das Bild, glaube ich, erst unterhalb von 2,30, 2,32, so hier dieser Bereich um die Tiefs, die wir letzte Woche, also die vorwöchlichen Tiefs, die wir ausgebildet hatten. Sobald wir allerdings unter die droppen würden, dann wäre nochmal ein Test der 2022er Jahrestiefs hier, also ungefähr 2,20, 2,15, 2,10 vielleicht sogar denkbar. Schauen wir einfach mal. Also so enttäuschend sollten die Earnings nicht werden, dass sie in der Lage sind, hier solch ein massives Gap-Down auf den Weg zu bringen. Aber meine Tendenz geht eher in Richtung einer Enttäuschung, wenn nicht im Hinblick auf die Earnings, dann aber im Hinblick auf den Ausblick für die kommenden Quartale. Und das ist eben etwas, das sollten wir berücksichtigen. Sollten wir überraschen auf der Oberseite, naja, logischerweise, wenn wir hier die Hochs rausnehmen um 2,40, 45 ist es ungefähr, dann ist nicht auszuschließen, dass wir nochmal einen Test zu sehen bekommen, dieser übergeordneten Abwärtstrendlinie. Die Sache ist jetzt allerdings die, CRV-technisch ist das nicht besonders attraktiv, hier noch die Long-Seite zu spielen. Also anders als bei Plays, wie zum Beispiel im Falle von Nvidia, mit diesem Breakout aus dieser Bodenbildungsphase zum Beispiel, wo wir den Bruch über diesen Widerstand schon auf den Weg gebracht haben, sieht das hier erstmal danach aus, als wenn wir diese Abwärtssequenz erstmal brechen müssten. Was dann damit korrespondieren würde, dass wir an der Stelle hier nach Möglichkeit diese Dezember-Hochs rausnehmen und somit auch die 200-Tage-Linie zurückerobern. Ob dafür das Momentum reicht, ja, da müssen wir erstmal schauen. So, fertig. Also haben wir die Dinge, die da kommen. Heute also nachbörslich Microsoft Earnings. Schauen, in welche Richtung die gehen, wie die Reaktion dann ausfällt. Potenzielles Play auf jeden Fall für die Aktie lässt sich mit Sicherheit morgen dann ausgehend davon formulieren. So, dann werfen wir einen Blick auf die Devisen. Haben wir gerade schon den US-Dollar kurz zum Thema gemacht. Ich werde auch gleich nochmal im Hinblick auf den Gold-Trade vielleicht das kurz zum Thema machen. Also hier ist weiterhin eher eine Tendenz zu einem Top-Out irgendwie auszumachen. Das können wir machen. Ich muss ganz kurz, ich bin mir nicht ganz sicher, weil das jetzt schon ein paar Minuten her ist. Sven schreibt nämlich 11.12 Uhr oder 11.11 Uhr ungefähr. Waren das nicht Netflix-Earnings am Freitag? Du meinst im Hinblick auf die Bullishness, die wir dann in Equities zu sehen bekommen haben. Also Earnings haben die auf jeden Fall donnerstags vorgelegt gehabt, ja. Ob die jetzt allerdings in der Lage waren, so einen breit angelegten bullischen Impuls auf den Weg zu bringen? Nee, nicht so. Also zumindest meine Einschätzung. Denn so gut waren die nämlich auch nicht. Also, die waren gut. Das steht außer Frage. Da haben wir schon Schlimmeres gesehen. Aber im Hinblick, ich gehe mal ganz kurz hier. Fahren mal ein bisschen nach oben. Mal gucken. Wo haben wir sie? Google. Hier war Netflix. Das war Freitag, das Play. Und ich hatte die Earnings hier. Das war Donnerstagabend, der Tweet, den man hier sehen kann. Da, wo die Überzeugung herkam und wo dann auch die Bullishness vielleicht in der Netflix herkam, auch dann folgend am darauffolgenden Tag, wobei der Follow-Through nicht sofort erfolgte, sondern erst in den Schluss hinein. Also es hat den breiten Markt gebraucht, um Netflix hier anzuschieben. Was meiner Einschätzung nach zumindest ein Indiz liefert, dass das jetzt nicht so mega stark aufgefasst wurde. Earnings per Share deutlich unter der Erwartung, auch der Revenue eher im Bereich der Erwartung leicht drunter. Das, was eben in Anführungsstrichen die Kohlen für Netflix rausgeholt hat, war die Streaming Paid Net Change, also die Leute, die für die Streaming-Dienstleistung von Netflix bezahlen. Und die ist deutlich über der Erwartung mit 7,66, also Key Metric, so habe ich das, glaube ich, hier bezeichnet. Netflix Streaming Paid Net Change, Key Metric, da, das ist das Wort. Die hat halt eben überzeugt und hat ein bullisches Bild für die Aktie auf jeden Fall skizzieren lassen. Aber ich glaube nicht, dass das der Treiber für die Bullishness in Equities war. Also ich glaube, was auch immer der Treiber war, es gab auf jeden Fall irgendjemanden, der sich gefühlt hat, als wenn jetzt der richtige Zeitpunkt ist, eine starke bullische Performance auf den Weg zu bringen. Und dadurch, dass das der breite Markt war, lässt sich das eben nicht auf einen einzelnen Titel ausstrahlen, dann auf dem breiten Markt. Ich glaube, auch da hat Netflix noch so ein bisschen, ich glaube, da ist eine Apple immer noch wäre eine bessere Indikation, in Anführungsstrichen, als Market Play dann an dieser Stelle. Ich glaube nicht, dass Netflix da der Haupttreiber war. Also was auch immer der Treiber war, ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher, aber es ist unweigerlich erkennbar, dass da diese Bullishness auch gestern dann weiter sich fortgeschrieben hat. Und diese Bullishness von gestern, glaube ich, spiegelt auch wieder, da sind mehrere überrascht worden. Also das war jetzt nicht ein Play, was dann nochmal, sondern also was sich fortgeschrieben hat durch irgendwie nur eine technische Reaktion, sondern das war auch ein zugrunde liegender fundamentaler Treiber im Sinne jetzt von fundamental Marktteilnehmer, die diese Bewegung getragen haben. Weil sie einfach durch diese starke
Marktbreite am Freitag einfach schlichtweg überrascht worden sind. So, bezogen auf den Euro-US-Dollar, ja, nichts Neues. Es schreit gefühlt zunehmend nach einer Korrektur. Schlüssellevel, was wir hier kurzfristig in den Mittelpunkt des Geschehens rücken sehen, das ist so diese Region hier um rund 0,850, 0,860, also ziemlich genau der Bereich, in dem wir jetzt aktuell gerade eben handeln. Deutlicher Bounce findet hier bis dato nicht statt. Heute früh ab 9 ungefähr mit Eröffnung der Kassamärkte, auch ganz besonders hier in Deutschland dann, sehen wir einen kurzen Flashout, ja, oder bärischen Impuls, der weiter fortgeschrieben wird. Jetzt finden wir in dieser Region eben zunächst eine Unterstützung. Sollten wir jetzt neue Tagestiefs markieren, scheint eine Korrekturbewegung zunächst bis in Gefilde um die 0,8er Gefilde, also die untere Range-Begrenzung dieser hier sich etablierten Range, über ja, eigentlich fast die gesamte letzte Handelswoche, ist das erstes Ziel auf der Unterseite, das wir anlaufen könnten. Da könnte sich ein Trade herauskristallisieren. Ich glaube jetzt nicht, dass der Euro-US-Dollar der attraktivste Handelskandidat ist. Im Hinblick auf britisch Pfund zum US-Dollar. Müsste ich wirklich mal gucken. Ich gucke mal ganz kurz. Ich vermute, das meinst du, ne? Diese Konstellation. Ich würde sagen, ja. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt bilderbuchmäßig ist. Also, hier oben britisch Pfund zum US-Dollar auf Stundenbasis. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Bilderbuch im SKS bezeichnen würde. Aber schaue ich mir den Trend an, der sich ja hier etabliert hat, folgend auf die Rallye am 6. Januar. Muss ich mal gucken. Ich glaube, das waren die Non-Farm Payrolls, oder? 6. Januar? Ja. Ich glaube, ja. Ich glaube, das waren die NFPs. Bullischer Drive auf den Weg gebracht. Aufwärtsbewegung. Nochmal Retest der Hochs um ungefähr so 1,25. Pi mal Daumen. Und jetzt zunehmende Anzeichen einer diesem seit 3 Wochen etablierten Aufwärtstrend. Trendumkehr, die sich hier herauskristallisiert. Und jetzt sehen wir eben den Drop unter diese Niveaus, was auch immer der Trigger ist. Jetzt müssen wir mal gucken, fundamental, welche News da gerade über den Ticker gelaufen sind. Ich gehe mal ganz kurz auf Trading Economics, ob da überhaupt ein Datensatz veröffentlicht wurde. Das könnte das sein. Business Activity. Nicht so brisant, ehrlich gesagt. Missing Expectations of 49. Deutliche Eintrübung eigentlich der des Verarbeiten, nicht des Verarbeiten, Composite. In Anführungsstrichen zusammengesetzter Einkaufsmanager-Index. Deutlich sich im rezessiven Gefilden befindlich. Einen geldpolitisch restriktiveren Kurs eigentlich eher entgegenstehen seitens der Bank of England, die allerdings vor dem Hintergrund der weiter galoppierenden Inflation, auch wenn die leichten Top aussieht, aber noch immer über 10% sich präsentiert, eigentlich nicht wirklich möglich macht. Also du musst in diese rezessive Tendenz eher einen Rate Hike unterbringen, was für die zugrunde liegende Währung eher bearish zu interpretieren ist, aus der Perspektive. Daher auch dieser relativ starke, klar auszumachende bearische Drive, den wir hier zu sehen bekommen. Ich würde mal sagen, so Retest der 23,40, Retest hier dieser Nackenlinie eventuell und dann projiziertes Kursziel. Ich würde sagen, übergeordnet erstmal der Bereich um die 200-Tage-Linie. Pi mal Daumen 1,20. Das wäre so ein erstes anzuvisierendes Ziel und da müssten wir dann schauen, ob wir den halten können oder ob wir vielleicht kurz halten, kleinen Mini-Bounce sehen und dann den Break tiefer. Das könnte eine tiefere Korrektur nach sich ziehen, die uns nochmal sogar Richtung 1,15 führt. Aber in Summe ist das jetzt erstmal kurzfristig ein Signal, dass sich hier ein Trendwechsel oder eine Umkehr herauskristallisiert. Klassisch das, wofür eben eine SKS steht an der Stelle. Und sofern wir die 23,50 unterhalb halten, scheint wenig dagegen zu sprechen, dass wir nicht mindestens bis in Gefilde eben um die 1,21 beziehungsweise sogar bis in Richtung der 1,20er Gefilde und somit der 200-Tage-Linie einen Lauf zu sehen bekommen. Ja, und dann noch ein Blick auf die Rohstoffe. Auf Gold, wie gesagt, höhere Hochs markiert.
Das, was wir hier gerade skizziert haben, sowohl für den US-Dollar gegenüber dem Euro als auch dem US-Dollar gegenüber British Pfund, ist eigentlich etwas, was eine Korrekturbewegung hier in Gold wahrscheinlicher werden lässt. Aber was wir eben auch erkennen können, das war so, da war eine Trendlinie. Die ist gestern nochmal angelaufen worden, aber der Break hat nicht stattgefunden. Ich hatte ja den Short Trade hier so in diesen Gefilden aufgebaut zum Wochenstart. Dann gab es gestern diesen kurzen Washout, nachdem wir haben uns tiefer halten können. Und ich dachte schon, okay, das ist es jetzt auf der Unterseite. Genau da kommt das Momentum her, was ich brauche, um diesen kurzen mindestens Test der 1900 zu sehen zu bekommen. Und dann kamen Käufer rein. Und zwar relativ scharf eigentlich. Also das war gegen ungefähr 16 Uhr unserer Zeit, nach einem initialen Drop auf der Unterseite. Und während ich zeitgleich gesehen habe, dass sich der US-Dollar recht stabil präsentiert hat, eigentlich sogar stärker war, muss ich sagen, hat mir das überhaupt nicht mehr geschmeckt für meine Position. Habe dann daraufhin den Stop hier genau in diese Gefilde nachgezogen, also dort in diesem Bereich 28, gegen den wir übergerollt sind. Relativ genau passend mit meinem Entry-Kurs, also Break-Even, Free-Roll, gucken wir einfach, vielleicht irre ich mich und wir brechen doch tiefer. Oder ich werde eben gestoppt, bin jetzt hier an der Stelle eben geholt worden, plus minus null auf den Trade. Bin weiterhin, ich will nicht sagen überzeugt, aber zumindest mal ungerne long im derzeitigen Umfeld, weil ich glaube, wir sind doch jetzt schon relativ weit gelaufen. Wir machen mal kurz Folgendes. Und zwar den relativ Strengindex, wo haben wir den denn? Relativer. Da ist er. Okay, Moment. Bin ich gerade ein bisschen überrascht. Relative Strength. So. Taucht nicht auf. Oh, das ist natürlich jetzt bedauerlich. Einen Moment, dann müssen wir einen anderen Goldchart nehmen. Stunde. Relative. So. Einen Moment, den muss ich mal hier ganz kurz ein bisschen aufräumen. Ich will nur den RSI haben. So. Ja. Potenziell eine. Machen wir hier die Volumengeschichten weg. So. Ich glaube, relativ klar erkennbar. Leicht höhere Hochs, die wir hier markieren, die aber nicht mehr bestätigt werden. Also, das sind zunehmend Anzeichen einer Extension auf der Oberseite, die wir hier ausmachen können. Und demnach möchte ich ungern long sein. Ich glaube, eine tiefere Korrektur scheint da durchaus im Bereich des Möglichen zu sein. Das Problem ist halt aktuell, dass, was auch immer der Treiber ist, aber derzeit jedenfalls noch nicht die kontinuierliche Nachfrage wegbricht. Sollten wir dann früher oder später hier diese Trendlinie brechen, mach das mal so, dann würde ich sagen, jetzt sehen wir mindestens den Test der 1900, eventuell sogar einen tieferen Pull-in, der uns, na, hier kann man das nicht so gut sehen, der uns dann in Richtung hier der 1880, vielleicht 1870er Region führt. Das könnte also Chance-Risiko-Verhältnis technisch für einen antizyklischen Trade könnte das ganz interessant werden, aber dafür brauchst du erst ein klares Signal, dass auch wirklich die Nachfrage versiegt, beziehungsweise jetzt Angebot gegen diesen Bereich eben reinkommt. Könnte durchaus sein, dass wir in Erwartung da erstmal einen fundamentalen Trigger abwarten müssen, der sich dann zeigt, beispielsweise in Form der Fed kommende Woche und vielleicht einer größtenteils geldpolitisch eingepreisten Haltung, wie auch immer sich das Fed-Statement dann an der Stelle eben präsentiert, ob da geldpolitische Andeutungen gemacht werden, die geldpolitische Lockerungen in der zweiten Jahreshälfte wahrscheinlicher werden lassen oder auch nicht. Beispielsweise, dass man sagt, wir machen das abhängig von der Incoming Data, was verhältnismäßig restriktiv wäre, also im Gesamtkontext betrachtet und hier einen kürzeren, schärferen Rücksetzer nach sich ziehen könnte. Aber wahrscheinlich, so wie es aktuell ausschaut, brauchen wir genau diesen Trigger. Und eher wir den nicht haben, sollten wir hier volatilitätstechnisch oder die Chance für einen Rücksetzer eher als gering einschätzen. Ich glaube, so kann man es vielleicht eventuell ganz, ganz gut zusammenfassen. So, und final wollen wir noch einen Blick ganz kurz auf den Kryptobereich werfen und auf Bitcoin.
Einen Moment, da haben wir Bitcoin. So, also da gab es diesen deutlichen Drive höher, das Brechen ja dieser Abwärtsstruktur. So, da ist das Signal erfolgt. Wir können das Ganze auch ein bisschen so noch ein bisschen klarer herauskristallisieren. Also wir haben da den Break über diese Trendlinie. Wir haben hier den Lauf an dieser Stelle über die 18.000. 18.500 ist es Pi mal Daumen ungefähr. Klare Beschleunigung auf der Oberseite zu sehen bekommen. Und das, was eben interessant ist, es sind nicht nur irgendwelche charttechnischen kurzen Drives, die initiiert werden, sondern wir sind in der Lage, diese Aufschläge zu verteidigen. Größtenteils auf den Weg gebracht, übrigens übers Wochenende immer. Das ist ganz interessant mittlerweile, dass das in relativ dünnes Umfeld läuft, was zur Vorsicht mahnt, so will ich es mal bezeichnen. Wenn wir übers Wochenende hier irgendwelche großen Wale oder dergleichen sehen, die den Kurs offensichtlich beeinflussen oder kurze Squeezes auf den Weg bringen, wirft natürlich immer so ein bisschen die Frage auf, warum tut man das? Oder beziehungsweise wie nachhaltig ist das einzuschätzen? Aber ohne Frage steht, wir sind hier nach diesen Drives einmal vorletzte Woche am Freitag beziehungsweise dann am vorletzten Wochenende hier auf der Oberseite in der Lage, diese Aufschläge zu verteidigen, sehen einen nächsten Drive hier dann in den vergangenen Wochenschluss wieder ins Wochenende hinein, nochmal auf höhere Gefilde oder in höhere Gefilde. Und ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass das eine erstmal kurzfristig zu betrachtende Rallye ist, die erstmal weiter auch Momentum auf der Oberseite in der Lage ist freizusetzen, scheint mir relativ groß zu sein. Nächster Breakout über 23.200 aktiviert dann hier schon den Bereich um die August-Hochs ungefähr. So verlaufend Gefilde, Pi mal Daumen, um etwa 25.000. Sollten wir die dann auch noch rausnehmen, darüber nächster halt 28.000. Sieht zwar jetzt einerseits zwar ein bisschen überdehnt aus, aber dadurch, dass wir nach diesen Drives dann relativ lange diese Konsolidierungsphasen hier vollziehen, baut diese überdehnten Modi zunächst über die Zeit ab. Das bedeutet also etwas anders formuliert, auch jetzt hier schon wieder, nach diesem Drive, den wir letzte Woche am Freitag, Samstag zu sehen bekommen haben, haben wir jetzt 3-4 Tage eine Seitwärtskonsolidierung zu sehen bekommen, die diesen kurzfristig überdehnt anmutenden Modus abbaut über die Zeit und durch diesen horizontalen Korridor, der sich hier herausbildet, auch ein höheres Bewertungsniveau anzeigt, welches respektiert wird seitens des Marktes. Das bedeutet also etwas anders formuliert, nicht auszuschließen, dass der nächste Breakout, ja, dann eben hier die 25 bzw. rüber sogar die 28.000er Region eben in der Lage ist zu aktivieren. Fertig. Ja, das wär's soweit meinerseits für heute dann zum Morning Meeting gewesen. Dann hoffe ich, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können für euer Trading und schauen wir mal, welche Plays sich noch zeigen. Heute, also für meinen Fall dann, US-Equities ganz besonders. Wie gesagt, in der Vorbörse, wir haben jetzt nur Microsoft angeschaut, aber in der Vorbörse wird es auch nochmal interessant. Da haben wir hier Verizon, da haben wir Johnson & Johnson beispielsweise. 3M könnte auch so ein Kandidat sein. General Electric weiß ich jetzt nicht so. Schauen wir einfach mal. Wir nehmen, wie es kommt. Und wenn was heiß ist, wenn was hier positiv überrascht, dann nutzen wir gerne die Möglichkeit, entsprechende Plays zu formulieren. Wie gesagt, heute Abend dann Microsoft beziehungsweise auch Texas Instruments. Morgen ganz besonders spannend natürlich mit Tesla, wo wir auch nochmal einen separaten Blick natürlich drauf werfen wollen. Und soweit meinerseits. Also, ich wünsche euch Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier. Abonniert gerne den Kanal. Und morgen, 10.30 Uhr, hören wir uns dann zum Morning Meeting hier gemeinsam mit Markus wieder. Würde mich freuen, wenn ihr reinschaltet. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Habt euch wohl. Bis dann.